So einen wunderschönen guten Nachmittag, die schon eingeschaltet haben bei mir. Herzlich willkommen zu Szene 3 unseres 12-Stunden-Livestreams der GT Endurance Series. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Und wir werden hier jetzt die Einführungsrunde beginnen und dann gehen wir die Jungs und Mädels so langsam durch, die hier mitfahren. So. Ich dachte, die anderen sind noch quasi dabei. Don Camillo bringt gleich die Jungs und Mädels rüber. Und wir sind ja quasi in der Einführungsrunde. Am heutigen Nachmittag. So. Also, wir sind jetzt bei Stint Nummer 3 der AM. Mein Stint läuft von 14 bis 16 Uhr. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Kors97, ich bin das Gesicht des Kanals. Und ich wünsche euch quasi bei der AM jetzt klar von 14 bis 16 Uhr hier in Australien auf Bathurst einen wundervollen Stream. Lasst es euch gut gehen. Und dann geht's gleich bei mir so richtig los. Und vielen, vielen Dank, Mafa, für dein Follow. Dann auch vielen, vielen Dank für Klexi, für Robbe Fox, für Michi Fisch, für euren Follow. Vielen, vielen Dank. So. Einführungsrunde hier über die SS jetzt gleich geht's runter. Also, es ist auf jeden Fall spannend. Unten seht ihr ja quasi die Teams. Die werden quasi alle halbe Stunde quasi aktualisiert. Die Aktualisierung seht ihr dann immer beim ersten Platz, wann es aktualisiert wurde. Und dann lassen wir kurz die Einblendung der Fahrer hier eingeblendet. Und dann klemmen. Bis dann. So, Stint Nummer 2 hat das Rennen quasi beendet. Die Jungs und Mädels kommen gleich rüber. Und hier kommt Don Camillo mit 49 Leuten rüber. Einen wunderschönen guten Nachmittag von meiner Stelle aus. Stint Nummer 3 hier auf Bathurst in Australien. Die Jungs sind gerade auf der Einführungsrunde und reihen sich so langsam ein. Und dann geht's hier los. 2 Stunden. Vielen, vielen Dank, Beast, für deinen Follow. Danke dir. So, nimm Platz. Wer noch einen Kaffee will, Ausrufezeichen Kaffee, Ausrufezeichen Eiskaffee, Eiskaffee, Kuchen gibt's auch noch, Ausrufezeichen Kuchen. Damit könnt ihr euch versorgt. Und jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's links dann auf die Start- und Zielgeraden. Die Formation ist schon eingenommen. Wir starten gleich in den Nachmittagsstream quasi der GTES. Vielen Dank, Haupt, für dein Follow. Und jetzt auf der Start- und Zielgerade. Und dann geht's los. Und das Rennen ist eröffnet, Ladies and Gentlemen. Stint 3 ist eröffnet. Und es schaut alles soweit ganz gut aus. Leichte Berührung schon hier. Geht schon zu dritt auf die lange Gerade. Hier mit den ganzen Fahrern. Wir fangen schnell an. Jamaika war auf der 1. Jetzt ist der Boss auf der 1. Mit seinem Nissan GT-R. Auf Platz 2 ist Jamaika Adam. Hier mit seinem Mercedes. Dann haben wir auf der 3 ist Cyberjumper, der auf der Nummer 1 war, konnte sich aber nicht halten. Jetzt auf der 4. Fischi. Oh, da gab es schon leichte Berührung und Dreher hier im hinteren Drittel. Da müssen wir nochmal schauen. Also, das ist hier gerade schon wieder richtig eklig gewesen am Anfang, muss man schon sagen. Glexi ist leider in die Bredouille geraten und hat hier den Dreher von Hermann Motorsport gehabt. Also, vorne ist alles klar. Wie schaut es jetzt dann quasi im Mittelfeld? Danke dir für deinen Raid, Don Camillo. Danke, wir sehen uns später wieder. Vielen Dank für deinen Raid und hast du gut gemacht. Hat mir wirklich gefallen, der Stream. Danke dir.
dann It's at Zoo. Ja, sehr geiler Name. Jetzt bleiben wir, glaube ich, dabei auf dem 5. Platz. Dann haben wir unseren Crazy Jumper hier auf der Nummer 6. Da auf der 7 haben wir unseren Pile Manny. Dann Itzu auf der 8. Robbe Fox auf der 9. Dann haben wir der Spiel auf der 10. Dann NK auf der 11. Slotter auf Platz 12. Mirage auf der Nummer 13 und Klexi leider auf der 14. So, die ersten sind schon durch. Ja. Ja, weiß ich, richtig. Maxi, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, und jetzt geht's hier gleich über die Start- und Ziellinie. Und dann werden wir die ersten Zeiten haben. So, der Boss führt das Feld an mit 209.675 ist die erste gezeitete Runde. Vorhin habe ich gesehen, bei den anderen sind es 1,58er Zeiten, 1,59er Zeiten. Und ich denke mal, so die Richtung werden wir uns auch ordnen. Hier 2 Stunden. Und dann sind wir hier beim Miguelos. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Nimm Platz. So, für euch erstmal ein Hallo in den Chat. Zeigen. Hallo. Schön, dass er da ist. Schön, dass er zuschaut. Also, Boss kann sich gleich schon absetzen. 1,3 Sekunden. Der schiebt mal seinen GTR mal so richtig nach vorne. Beim Adam. Der wird hier schon langsam belästigt von Kollege Fischi und Itz. Und dann gehen wir doch mal ins Fahrzeug vom Itz und machen hier mal die Anzeigen hier weg. Und Jasmin, schön, dass du da bist. Gut gefahren, Jasmin. Hat mir wirklich gefallen. Die Frau hat sich wirklich heute bewiesen. Mischa, du rasierst, bekommst einen Döner. Oh, Fehler hier vom Fischi. Fehler vom Fischi. Glück gehabt vom Fischi, dass da kein Schaden entstanden. Hier der BMW vom Noller Racing Team. Also, ihr seht, was hier wirklich passiert und gefahren wird. Wird hier wirklich jetzt schon, gibt schon richtig Gas, weil die Jungs und Mädels müssen ja schauen, dass sie hier einigermaßen draufbleiben, weil unten sind ja die Zeiten. Und jetzt sehen wir hier gleich ein Überholen von Pile Manny. Hier Platztausch zwischen Platz 6 und 7. Nicht zu schnell fahren, weil die Kurve ist hier immer tückisch. Du nimmst dermaßen viel Topspeed mit, wenn du beim anderen im Windschatten bist. Und der Verbremser ist dann natürlich hier Alter, gewährleistet der Austritt. So, dann haben wir hier unseren Derspi, der auf 9, auf 8, Entschuldigung. Hinter ihm ist der NK und der Slotter. Dann gehen wir doch mal zum Slotter, der nimmt ein bisschen Gras mit, versucht hier schon anzugreifen, hat sich schon mal gezeigt mit seinem Mercedes und will am Lexus vorbeifahren. Also, das Feld hat sich jetzt schon auseinandergezogen und wir danken ihm natürlich Mrs. Ui. Tudelini. Was? Tudelini? Mrs. Tudeli. Tudeli? Tudeli. Warte. Tudeli. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Aber vielen, vielen Dank für deinen Follow. Was? Ja, ich weiß. Mrs. Mrs. Tudeli. Hab es jetzt? Vielleicht. Tüdeli. Wahnsinn. Einfach. Ach, Denise. Na, sag's doch gleich. Schön, dass du da bist, Denise. Schön. Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank. So, das ist aber auch, gehört auch dazu. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Ist natürlich keine Absicht. So, haben wir hier den Kampf zwischen 9 und 10. Dann haben wir den Klexi, hat sich jetzt schon wieder nach vorne gearbeitet. Jetzt auch wieder auf Platz 11. Dann haben wir den Rob Fox. Die Denise ist mir doch lieber, ne? Ja, also ich weiß es nicht. Also irgendwie fahren die alle so ein bisschen gerade
Es schaut, als hätte hier der Kollege Itzu ein Problemchen gehabt, weil er doch relativ weit zurück ist. Aber das Auto hört sich normal an, muss man schon dazu sagen. So, ihr merkt ja hier, Mount Panorama. Marc, grüß dich, schön, dass du da bist. Mount Panorama ist immer eine Strecke, da musst du halt wirklich aufpassen und wirklich genau fahren, weil sonst hast du das Problem, dass du in der nächsten Mauer landest. So, bleiben wir mal kurz hier nochmal auf Platz 2 und 3. Da haben wir den Itz und den Adam. So, mega Pace gewesen. Jasmin, den Sieg hätte ich dir dient, genau. Ja, also. Ist das unten am Bildschirm die Gesamtwertung? Ja, das ist unten die Gesamtwertung. Wird quasi alle halbe Stunde quasi aktualisiert. Ihr seht es dann auch quasi beim ersten, wann die letzte Aktualisierung war. Oh, und da der Dreher vom Adam. Das gehen wir nochmal in die Wiederholung. Und hier vom Team Jamaika. Und da dreht er sich weg. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Da hat er aber geghostet. Und schauen wir mal. Scheint aber alles soweit okay zu sein. Das ist natürlich ärgerlich. Hat aber noch Glück gehabt. Vorsprung hatte er noch genug. Dann kommt der Fischi. Der schiebt natürlich jetzt an. Die Abstände werden natürlich jetzt wieder kleiner. Aber das Feld hat sich schon auseinandergezogen. Ihr seht es. Bestzeit immer noch vom Boss mit 201,264. Schauen wir mal nach hinten. Ja, dann können wir doch auch mal auf den Max. Da ist der Max. Und wir gehen mal nach hinten. Da sehen wir noch genug Abstand. Und nach vorne sind wir hier beim Crazy Jumper. Hier der belgische Kollege im Duell mit dem Max. Oh, warte mal, da vorne hat es eine Überholung gegeben. Muss ich mal kurz drauf. Zack, zack, zack. Ja, schön die Gerade ausgenutzt. Sich daneben gesetzt. Und dann die mehr quasi in der Box gewesen schon. Also. So, der Pelmi ist drauf. Schau mal, kriegt dann vor der Gerade. Er schert definitiv aus vor der Kurve. Musst aber trotzdem aufpassen, nicht, dass du zu schnell bist. Windschatten verlängert natürlich den Bremsweg um einiges. Und hier das Duell zwischen Mercedes und BMW. Im Augenblick kann sich der BMW vom Fischi noch vorne halten, vom Noller Racing Team. Das wird eventuell sich ändern. Muss man mal gucken. Manche mögen es ja nicht, wenn man ihnen zu dicht auffährt. Da ist es dann immer nicht ganz so einfach. Sie werden leicht nervös. Aber er macht es echt, echt gut, der Fischi. Und lässt quasi im Augenblick den Kollegen Bimini hinter sich quasi verhungern. So, auch Zeitenverbesserung für ihn. Jetzt geht es in die SS. Immer sehr, sehr gefährlich, wenn du einen Konkurrenten hinter dir hast. Da bleiben wir noch kurz drauf, dann gehen wir mal weiter. Ja, und hier, wie gesagt, wahnsinnige Spannung hier vom ersten Stint ab, quasi egal ob AM oder Pro. Sehr, sehr stark. Mich freut es, dass hier so viele Zuschauer dabei sind, dass es hier wirklich so abgeht. So, jetzt das Überholmanöver. Ja. Das passt hier. Platz 4 und 3 haben die Plätze getauscht. Und dann gehen wir mal weiter. Dann gibt es hier die nächsten zwei Kämpfe hier wegen Crazy Jumper und dem Max. Hier wieder BMW gegen nochmal BMW. Also BMW hier sehr, sehr oft vertreten. Auch über Möglichkeit hier. Sehen wir, der Max ist vorbei. Schön vorbereitet, schön die Strecke ausgenutzt. Aber eventuell kommt der Konter. Eventuell kommt der Konter hier auf der Start- und Zielgerade. Nein. Na, das ist, wenn du das gleiche Material zur Verfügung hast, ne? Dann kann es schon mal vorkommen, dass du hier nicht wirklich schneller wegkommst als dein Konkurrent. So, im Hintergrund ist noch der Spiel. Der wird sich jetzt gleich auch noch mit dazu gesellen. Dann haben wir hier den Spiel. Dann haben wir auch schon einen etwas größeren Abstand von 4,5 Sekunden hier zwischen Platz 7 und 8. Aber lasst euch gesagt sein, ein 12-Stunden-Rennen geht so ein bisschen länger. Und in Mount Panorama
hast du das Problem, dass du eventuell auf Schäden der anderen hoffen kannst. Was natürlich keiner möchte, aber das kommt mal vor. Und deswegen. Also, Schlotter, hier sind wir auf Platz 8. Der NK33 ist auf Platz 9. Also, die haben hier alle ein bisschen Luft. Dann haben wir hier den Adam, der war in der Box, haben wir vorhin gesehen. Auf Platz 11. Ich denke mal, einen Schaden würde er davongetragen haben von seinem Dreher. Dann haben wir den Lex. So, Max, hier siehst du mal deinen Fahrer. Hier auch mit dem BMW unterwegs. Ja, das werden ja quasi jetzt das die letzten Male sein, wo wir den BMW M6 sehen werden. Ab der neuen Saison oder ab Gran Turismo spätestens 7 wird der M4 wahrscheinlich im Spiel schon sein. So, dann gehen wir zum österreichischen Kollegen, unseren Robbe Fox. Auch BMW M6 unterwegs. 4,6 Sekunden Rückstand und bei ihm und Mirage sind es knapp 2. Da sind wir drauf. Auch BMW M6 vom Kollegen, vom Joker, vom Team Joker. Hier unten sehen wir es eingeblendet. Hier in der Lackierung mit dem Joker an der Seite. Und dann sind wir beim Kollege Itzu. Itzu fährt hier leider auf dem letzten Platz im Augenblick. Aber muss nichts heißen. Ne, vom White Planet Team. Hat jetzt 6-5 Sekunden zurück. Und jetzt gehen schon die ersten in die Box. Und wir sind quasi bei Runde 8 jetzt schon angelangt. So, Hartmut, servus. Schön, dass du da bist. So, gehen wir nochmal auf die 1. Und da kann sich der Nissan GT-R, der Godzilla, schon absetzen. Der Boss hier mit 3,2 Sekunden fliegt er quasi jetzt schon über die Strecke. Hat im Augenblick nicht die schnellste Zeit, sondern unser Billy Manny hier mit 2 Minuten 664 im Augenblick die schnellste Rennrunde. So. Ja, genau. Da sind wir jetzt zu Hause. Da sehen wir es auch. 2 Minuten, 2-1er im Schnitt. Hier beim Kollegen Itz. Was hat der Boss? 2 Minuten die letzte. Also hier sind 2 Minuten im Augenblick. Das geht aber definitiv schneller. Das haben wir in den anderen Stints auch erlebt. Und das freut mich, dass hier solche Zeiten gefahren werden. Wahnsinn. Also, genau. Pelli sagt schon, unser Semtex sagt schon, ey, weiter, immer vor. Genau, hier sehen wir quasi hier mit der lila Zeit. Schauen wir mal, kann das nochmal verbessern? Nein, aber wie gesagt, sehr konstant, 2 Minuten sind sie im Schnitt hier. So, dann haben wir unseren Fischi hier, 201, 320 für ihn persönliche Bestzeit. Denise, darf man etwas wünschen? Ich hätte gerne der Mirage vorgelesen, dass der Micra vorgelesen wird. Der Micra? Welcher Micra? Nissan Micra? Wer denn mit? Ausnahmsweise mal eine Cola vor dem Rennen bekommen. So, Max fährt jetzt im Augenblick alleine. Also wie gesagt, das Feld hat sich jetzt schon etwas auseinandergezogen. Aber ihr seht, zeitentechnisch sind sie relativ nah zusammen. Wie gesagt, ein bisschen Abfang für den, unser Crazy Jumper. Und 2:03. Beim Slotter 2:02. Dann sind wir hier bei 2 Minuten beim Adam. Und der NK ist hier auch drauf mit 2:02. Wie schaut es beim Klexi aus? Und hier unser Neubi XXL. Neubi, vielen, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Nimm Platz. Wie gesagt, wir haben Nachmittag. Und wie gesagt, hier ich schreibe mal meine Befehle rein, was es bei mir so gibt. Es gibt bei mir Kaffee. Eiskaffee. Auch wenn man bei dem Wetter teilweise keinen Eiskaffee braucht. Bei dem Unwetter, was mir teilweise bei uns im Land. Klexi, mach mal langsam. Was man hier für Unwetter gehabt hat bei mir im Landkreis, ist Katastrophenschutz ausgerufen worden bei unserer Landkreisstadt. Da war es wirklich Land unter. Oh, halt, Entschuldigung.
So rum war's. Ne? Und das war schon echt, echt hart. Und ich hoffe, bei euch ist dann quasi alles gut. Dass es soweit ist. Also, na. Vielen, vielen Dank für den Follower. Gels. 3-2. 3-2. Vielen, vielen Dank für den Follower. Hell 2. Wahrscheinlich so. Nehmen wir ein Stückchen aus der Kaffeetasse. Und Itz hat die neue Zeit mit 2 Minuten 5:30. Also wir so nähern so langsam den anderen Stints an. Hell 2. Alles klar. Gut, danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht, wie man es ausspricht. So, also. Hier, wie gesagt, unseren Schnellsten. Schauen wir mal, ob unser Schweizer Kollege nochmal nachlegen kann. Ne, da hat er auch einen kleinen Ausweg gehabt. Ihr seht es an der Zeit. 2 Minuten 11, 778. Ein kleiner Fehler war schon drin. Und unser Migra hier jetzt unterwegs. 2 Minuten 4, 155. Der Nissan Migra vom Team RLR. Nein, nein. Migra hier jetzt mit dem BMW unterwegs. Also wir haben fast einen Markenpokal, aber das ist nicht so schlecht, weil dadurch hat man auch viele Zweikämpfe, weil die Fahrzeuge einfach gleich sind. Und das ist ja auch das Geile hier. Und hier haben wir quasi den Exoten. Den Nissan GTR vom Boss hat aber Zeit eingebüßt. Hat jetzt nur noch 1,3 Sekunden Vorsprung. Da scheinen sich eventuell, wie es ausschaut, schon die Reifen bemerkbar zu machen. So, jetzt hier nochmal neue Zeit. Hier 2 Minuten 473. Also der Mann im Mercedes-Benz schiebt hier mal so richtig an. Sind Zeit drauf. Wir gehen doch mal hier auf die Motorhaube des Kollegen Itz. Dann schauen wir mal, wenn die Tabelle durchgelaufen ist. Und dann sind wir hier quasi beim Zweitplatzierten im Augenblick im Rennen vom Team Skyforce HC. Hier im Augenblick auf Platz 10. In der Gesamttabelle. Ich hätte eine Bitte an die Kollegen Rennleiter, falls sie zuhören oder selber fahren. Ich mache heute Abend quasi den letzten Stint von 20 bis 22 Uhr und hätte gerne die Rennleiter bei mir, die ersten drei, gern im Gespräch noch für ein Interview, wie quasi ihr das Ganze heute Abend, heute Nachmittag so fandet, quasi das ganze Event, wie ihr euch so gefühlt habt. Ne? Also würde mich gern freuen, wenn ich quasi die Rennteamleiter bei mir dann im Interview habe. Ne? Falls sie es nicht gehört haben, gebt es doch bitte weiter. Und jetzt kommt gleich der Angriff. Jetzt könnt es gleich den ersten Führungswechsel geben nach gefühlten 11 Runden. Und da ist er. Platztausch, aber kommt der Konter nochmal? Ah, sehr gut vorbereitet. Ah, kleiner Quersteher. Beide Quersteher. Beide haben ein bisschen Probleme, Traktion hier zu finden. Und jetzt haben wir den Führungswechsel gleich in Runde Nummer 12. Geht Skyforce Racing, quasi Skyforce HC, als erster über die Linie in der Runde 12. Also sehr, sehr stark gemacht. Also der Mann schiebt wirklich seine Mercedes konstitutiv Richtung ersten Platz vor und hat jetzt auch im Augenblick den ersten Platz für sich gesichert. Boss im Augenblick auf der 2. Dann haben wir wieder den Pille Manny, der auf der dritten Position ist, hat aber gewaltigen Abstand nach vorne, nach hinten knapp 4,7 Sekunden hat er Rückstand und Vorsprung hat er 6,2. Also die Abstände sind jetzt schon echt nicht so schlecht, muss man sagen, ne? Hier auch 6,2 zu 7,2 Sekunden. Jungs, wir wollen doch Zweikämpfe sehen. Bitte den Teamleiter sagen, sie sollen mal ein bisschen langsamer fahren. Wir wollen hier Renn-Action sehen vom Feinsten. So können wir das nicht zeigen. So können wir ohne Gewehr hier nicht arbeiten.
So, Max im Augenblick auf dem 5. Platz. Hier zu unten zu sehen, gerade auf dem 9. Platz mit seinem Team. Fährt im Augenblick auf Platz 5, 7,5 Sekunden Rückstand und 2,2 nach Vorsprung vor dem Kollegen der Spiel. Na, also, Platz 6 im Augenblick. Na, Platz 6 im Augenblick hier für sein Team. 2 Minuten 01814. Bin mal flieg und holt auf. Ja, genau. Ich sag, das ist wirklich die Konstellation, ist, wie du deine Reifen quasi benutzt, wie du sie wirklich quälst. Und du musst natürlich sauber fahren. Also, ich finde, Mount Panorama ist, finde ich, eine Strecke, oder Bathurst, wie man es eigentlich dazu sagt, ist eine Strecke, wo wirklich sehr, sehr aufs Material geht und du musst wirklich punktgenau fahren. Aber bei 2 Stunden ist es wirklich Schwerstarbeit für die Fahrer und für die Fahrerin natürlich, wie ihr es mietet. Leon, vielen, vielen Dank für deine Bits. Danke dir. Der Leon ist einer der Jungs der Orga. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schöne Veranstaltung. Sehr, sehr geiles. Sehr, sehr starke Organisation mit dem Hintergrund, mit den Jungs zusammen. Also vielen, vielen Dank, Leon. Gefällt mir echt richtig, richtig gut, was er da aufgezogen hat. So. Dann haben wir gesagt, der Spiel. Dann, wo ist denn unser Mann aus Jamaika? Hier, unser Jamaika, Adam. Hier, fährt jetzt wieder konstant. Gruppe, vielen, vielen Dank für deine Bits. Okay, ruhig. Vielen, vielen Dank. Ja, also, wie gesagt, der Nächste der Organisation und auch gerade noch live gewesen, der Prippe. Prippe, vielen, vielen, vielen Dank. So. Ja, na. Ja, Holland, natürlich, aber nein, das Team meine ich, ne? Jamaika. Let's go, Pelmini. Also, die Pelmini-Freunde sind natürlich hier alle am Start. Also, es sind genug von ihrem Team da. Und es freut mich natürlich, dass hier auch die Unterstützung vom Team ist. So, dann haben wir den Kollegen Tracy Jupiter, der im Augenblick mit 4,8 Sekunden einen kleinen Ausritt hatte hier. Aber das ist alles nochmal gut gegangen. Jetzt er aber gleich hier Probleme bekommt, weil hinter ihm ist NK und der Kollege Lotter ist hier auf dem Vormarsch. Bleiben wir mal kurz dabei und schauen uns hier den Slotter mal an in seinem Mercedes. Bisschen Abstand, aber man sieht ja vor einem die anderen Leute. Also hast du immer einen Grund, nochmal ein bisschen mehr das Gas wieder durchzudrücken, aber ihr dürft nicht zu viel überpacen. Ja, wir haben es gesehen, dass du Slotter gemeint hast. Wir haben es schon dich hier gekannt. So, und jetzt ist Slotter dran. Komm, Slotter, hast du die Start und Ziel gerade? Schaffst du es? Probier das? Nee. Er probiert es lieber auf der langen Geraden, sich den Fahrer zu Kollegen vom Nolo Racing Team zu schnappen. Aber es wird schwer. Der Lexus geht auf den Geraden auch nicht gerade so schlecht. Ja. Entschuldigung, das war gar nicht vom Nolo Team. Entschuldigung, das war von Vikings Racing Team. Entschuldigung, von den Farben vorne hat es nur so ausgesehen. Bitte nicht schlagen. Bitte nicht hauen. So, jetzt geht's den Berg rauf und das ist hier eine heikle Passage. Da darfst du dann auch nicht zu viel Wheelspin haben, sonst landest du schön mit deinem Popüchen hier in der Mauer. Also, bis jetzt schaut's relativ gut aus, relativ wenig Schäden an den Fahrzeugen. Das kann sich aber noch ändern. Wir sind gerade mal bei 30 Minuten, Freunde. 30 Minuten haben wir gerade hinter uns. Müssen wir noch was einstellen? Das für mich hier noch habe, dass ich auch rechtzeitig hier zum Kollegen Daywalker, der wieder nach mir kommt,
wir dann wieder rüber raiden können. Na? Olle. So, und schauen wir mal auf den Klecks. So, im Augenblick mit knapp 7,5 Sekunden. Schauen wir mal. Legen wir das noch rein. Vielen, vielen Dank. Sehe ich jetzt erstmal nichts. Wir sehen es aber gleich nochmal in der Zeit. Na, groß kann der Fehler nicht gewesen sein. Aber jetzt kommt schon irgendwie eine Überrundung, beziehungsweise ist jemand aus der Box gefahren. So. Dann müssen wir hier das hier noch kleiner machen, dass ich hier meine Uhr im Blick habe. Na, weil wie gesagt, 16 Uhr geht's quasi weiter wieder zum Daywalker, der heute und das den Anfang gemacht hat mit zusammen dem CT und dann quasi unseren Stint 1 angefangen hat. So. Wo kommt's da blau? Wieso ist da blau? Überholung. Haben wir mal hier zwischen Max und Löwe der Spiel. Wir gehen mal kurz die Abstände durch. Da ist gleich 1,5 Sekunden. Das ist noch relativ. Ach so, meinst du es? Ah, okay, alles klar. Haben wir leider nicht im Bild gehabt. So, dann haben wir in Migra. Hier auf der Position 13. Und jetzt hier Kollege Robbe. Box 203. Also, die Zeit von jetzt geht noch weiter quasi nach unten. Jetzt hat er die Zeit in der 10. Runde quasi auf 2 Minuten 473 gedrückt. Ich gehe mal davon aus, wir könnten noch die 1,59 sehen. Ich hoffe zumindest, dass wir die Zeit auf jeden Fall noch sehen. So, 16 Runden haben wir schon absolviert. Ratzfatz sind hier 16 Runden hier im Mount Panorama. Über eine halbe Stunde sind wir jetzt knapp gefahren. Und dann haben wir schon 8 Sekunden. Ach, der Motorschaden hat er Ding gehabt wahrscheinlich. Der Boss hat den Motorschaden gehabt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. 2 Minuten 53 waren in der Box. Genau. Der Boss hat den Motorschaden gehabt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr lange Zeit hat er die Führung für sich gepachtet gehabt. Dann kam kurz der Itz, hat ihn mal kurz inhaliert. Und dann hat er jetzt den Motorschaden gehabt und muss sich jetzt wieder nach vorne fighten. Ne? Platz 9 im Augenblick hier für unser Süßwaren-Team. Für Candy Cave ist er unterwegs. Na, wir schauen mal, wo wir hier die nächste Paarung haben. 2, 6, 1, 7, 1, 8. Hier sind wir dabei bei unserem Jupiter und beim Kollegen NK. Wir gehen mal rein in den Hubel. Und schauen uns das Ganze hier von innen an. Durch die SS haben wir knapp eine Sekunde hier zwischen dem Belgier und dem Kollegen NK aus Deutschland. Und da der kleine Einschlag vom NK. Und das kostet dich schon wieder sehr, sehr viel Zeit. Und dann bist du magst du aus einer Sekunde, magst du hier eine Vorsprung von nichts. Und muss schauen, dass du hier noch rechtzeitig den Kollegen hinter dir behältst. Jetzt wäre schon Kampflinie. Ich denke mal, dass es, wenn es einen Schaden gegeben hat, er damit aber gut zurechtkommen könnte. Aber trotzdem muss er natürlich jetzt schon Kampflinie fahren, um hier den Platz 7 für sich zu behalten. So, jetzt geht es gleich wieder auf Start und Ziel zu. Und dann schauen wir mal, was die. Das hat ein bisschen gekostet. Eine Sekunde hat es Minimum gekostet. 207, 203 zu 202, ja, ich sag eine Sekunde.
Hat es definitiv hier ausgemacht. So, der BMW jagt jetzt wieder auf der Start und nach Start und Ziel auf der langen Geraden den Lexus. Aber da ist der Lexus, haben wir ja vorhin schon gesehen, nicht gerade der langsamste. Also der BMW tut sich relativ hart, hier am Kollegen Crazy Jupiter vorbeizukommen. Ja, konnte den Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen, hat sich wieder gefangen gehabt, aber es ist immer, wie du aus der Kurve rauskommst oder reinfährst, dementsprechend kostet es dich Zeit. Ah, es ist jetzt gerade besser rausgekommen und hat hier von 400 auf 800, 900 wieder aufgebaut. Zack, ist diese Runde wieder da. Jetzt schauen wir nochmal in den SS. Nicht, dass der Fehler quasi nochmal passiert hier gleich nach den SS. Da hat er ja gerade den Schaden gehabt. Aber das schaut diesmal besser aus. Und hier sind wir wieder, zack, nach einer Runde wieder bei 1,3 Sekunden. Also, es kann relativ schnell gehen. Ja, kommt er besser raus. Den Fehler hat er nicht mehr gemacht. Sehr, sehr gut. Da waren wir auf Platz 7 und 8. So, dann haben wir unseren ehemaligen Spitzenreiter. Unseren Boss. 201, seine letzte Zeit. Ah, sieht schon bei 203er Zeiten, dass da die Reifen schon abgebaut haben. Und hier mit dem Candy Cave Design an der Seite. Bleiben wir mal kurz drauf beim Nissan GTR Piloten. Schreibt doch mal in dem Chat, wer für euch oder welches Team für euch im Augenblick das Überraschungsteam ist. Würde mich mal interessieren, von euch Zuschauern oder von euch Fahrermitgliedern, quasi, wer für euch das überraschende Team ist, wo er jetzt so nicht ganz mitgerechnet hätte, dass es so weit vorne ist. So. Kommen wir mal nach vorne. Da passiert im Augenblick nichts. Er hält seinen Vorsprung von über 8 Sekunden, 8,5 Sekunden. Also ist er richtig flott unterwegs hier vom Skyforce. Macht im Augenblick einen fantastischen Job. Dann Pilly Manny. Sind wir hier drauf. Hier auf Platz 2. 13 Sekunden Vorsprung. Zeiten 201 auch im Schnitt. Ja, jetzt ein bisschen wieder draufgepackt. Es kann sich so viel tun noch. Ja, jetzt können die Jungs noch vorne dran sein und die Mädels hier mit vorne dabei sein. Und bei und dann hast du das Problem, hast mal einen Einschlag, zwei Einschläge und dann schmeißt sich in der Tabelle natürlich relativ weit nach hinten. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil die Fahrer sind wirklich auf Top-Niveau. Und eben natürlich hier alles. So, Deadpools hier im Blick noch. Hier im Augenblick auf Platz 11. Also da wird sich vielleicht in der Tabelle noch was tun, was diese Tabellensituation, wenn so bleiben sollte, natürlich hier so bleibt. So, jetzt ist Itzi ist jetzt Itzi ist aus der Box raus. Fischi ist noch drin. Und wie gesagt, die nächste Boxenphase beginnt. Und Herr Karpf, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. Nimm dir was zu trinken. Ausrufezeichen Kaffee, Ausrufezeichen Eiskaffee, Ausrufezeichen Kuchen und lass es dir gut gehen, mein Freund. So, zwischen diesen beiden ist immer noch der Zweikampf eigentlich, aber es scheint, als Crazy Jupiter nicht drankommt. Also, wie gesagt, er fährt wirklich. NK hat sich nach seinem Einschlag hier wieder kurz geschüttelt, hat dann wieder gesagt, alles klar, jetzt geht's vorwärts. Ja? Und jetzt kann er seinen Vorsprung sogar ausbauen, so ein bisschen. So, ist hier
der neue Spitzenreiter von der Zeit, der Boss hat die Zeit nochmal gedrückt. Wir sind jetzt, oh, mach langsam hier, hat er ein bisschen Gras und Dreck und Staub mit aufgewirbelt. Ja, er fährt hier schon ein bisschen am Limit, muss man sagen, beziehungsweise über Pace gerade so ein bisschen. Hat natürlich Wut im Bauch, das Ganze, ne, durch den Motorschaden, ganz klar. Aber jetzt schon wieder auf Platz 5. Ah, nächster Einschlag hier. Konzentration hochhalten. Bei 2 Minuten 4,16 im Augenblick die schnellste Zeit hier in Stint Nummer 3. Machen wir schnell bei den anderen. Bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich vergleiche mal ab und zu dann beim Kollegen Rob, was die Jungs hier quasi im Zeiten haben. Da sind sie eigentlich schon, ja, knapp 2 Sekunden schneller. 2 Sekunden schneller sind sie beim Rob. So, kommt nochmal der Boss über die Linie und haben wir zur Zeit 201. Nein. Also. So, haben wir Kollegen Bischi hier. War wahrscheinlich in der Box. Wollen wir nochmal gucken. Ey. Doch, war in der Box. Deswegen die 1,59,209. Dann gehen wir zum Max und hier zum Jamaika Adam. Unser holländischer Kollege hier vom Team DP Motorsport bzw. Jamaika. Hier auf Platz 2 im Augenblick liegt das Team. Knapp 23 Sekunden Rückstand auf Lowlands Racing Team. Na? Ah, da bin ich gespannt. Na, dann haben wir hier quasi Candy Cave Racing auf der 4. Hammer Motorsport auf der 5. Die Gold Ochsen Sim Racing sind wir im Augenblick auf Nummer 6. Hä? Oh, okay. Gut, müssen wir gleich nochmal weiterschauen. Also, Billy Manny ist in der Box. Dann sind wir hier auf dem 10. Platz, White Planet eSport. Auf Platz 11, die Dead Bulls Racing. Und auf der 12. im Augenblick ist Joker Racing. Ja, Zeiten haben sich aktualisiert. Und dann haben wir im Augenblick auf der 13. OML und unser Racing Team Aachen. Schöne Grüße nach Aachen. Kumpel von mir wohnt dort. Genau. Platz 9 im Augenblick hier auch aus der Box gefahren. Hier ein bisschen Gras mitgenommen. Oh, da hat er aber vorne ganz schön untersteuern gehabt hier, der BMW. Hat man schon gemerkt. So. Unser Crazy ist in der Box. Dann sind wir beim Klexi hier, beim Hermann Motorsport. Hier auf Platz 5 liegen im Augenblick. Nochmal persönliche Bestzeit, fast eine halbe Sekunde. Schlägt der Klexi hier die Zeit nach unten. Dann bin mal gespannt, aber seine persönliche Zeit jetzt verbessern kann. 2,02,386 ist seine persönliche Bestzeit hier gewesen aus Runde 12. Und dann schauen wir mal, wo seine Zeit stehen bleibt. Bei 201,313. Hier fast eine Sekunde schneller als seine bisherige Boxenzeit. Schnellste Runde. So, danke für die Lackierung. Dann sind wir auf dem 11. Platz hier, Freunde. Dann sind wir hier jetzt bei White Planet. Der Izo 202 war, wie gesagt, letzte Runde. Hier sind wir wieder auf der langen Geraden. Perfekte Überholmöglichkeit. Aber er hat schon das Problem im Augenblick. 12 Sekunden natürlich Rückstand. 1 Minute 25 nach 21 Runden ist das Ganze schon auseinander. Brutal. So. Unser Migra. Ja, meine Uhr sagt, ich soll aufstehen. Nein. Nein, Korsi sagt nein.
Peter ist gerne, freut mich, dass sie dir gefällt. So, dann sind wir hier bei Migra, der den BMW. Warum habt dann eigentlich Denise, warum habt dann keinen Nissan Migra genommen? Würde doch viel besser passen. Mit den Fahrern. Der Rolf vorhin im Stint Nummer 2 gefahren. Der Rolf auf 11 oder wie war's? Sehr, sehr geil. Und unser Animalus folgt mir. Vielen, vielen Dank für dein Follow, Animalus. Danke dir. Nimm Platz. Genieß den Stream. Danke dir. So, wie gesagt, die Joker-Jungs hier auf dem 12. Platz. Dann der Slotter kommt jetzt hier auf 13 und hat hier schon Probleme. Ja, Mem. Kollegen. Die beiden haben die Plätze getauscht. Sind wir aber nochmal in der Wiederholung drin. Hier sehen wir nochmal das Duell. Was geht? Wir fahren jetzt 12 Stunden GT Endurance Series auf Mount Panorama. Wir sind quasi im Stint Nummer 3. Der AM. Also, hier ist gerade bei Maestro. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du auch dabei bist. Danke dir. Auch dir vorhin zugesehen, starkes Rennen gefahren. Also wie gesagt, jeder, der sich das antut, und das muss man ja schon wirklich so sagen, sich 12 Stunden in den Rennen setzt, hat er fast ein bisschen stark die Kopf mitgenommen, dass sich das antut, der weiß am Abend, was er getan hat. Und manche fahren ja 2x2 Stunden Stints. Und die, glaube ich, haben am nächsten Tag... Ah, das weißt du, das ist ja schön, dann nimm alles. Ach, dann bist du bei mir, dann fährst du quasi in den letzten Stint quasi. Oder fährst du in der Pro-Class. Na, dann weißt du auch, am Abend getan hast. Ich denke mal, so ein kleines bisschen Muskelkater könnte dann eventuell schon vorhanden sein. Komm, Michael, los, lass fliegen. Gut, wir gehen nochmal durch. Hier auf die 1. Der Kollege Itz schiebt seinen Mercedes wahnsinnig nach vorne. Also Wahnsinn, was der im Augenblick hier abreißt. 13 Sekunden Vorsprung. Also, der lässt echt die Kuh fliegen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf das zwischenzeitliche Rennergebnis natürlich aus danach. Das Team wird natürlich dann von den Abständen mehr zusammengerutscht oder eventuell sogar ein Plätzchen nach vorne gehen. Ja. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ich glaube, ein Platz 10 Wahnsinn. Müssen wir mal schauen, wie der Abstand ist. Und hier, neue lila Zeit. Lila Zeit vom Kollegen Itz. Bleib mir drauf. Schafft das, oder? Nee, absoluter Einfahrer. Alles klar. Dann bist du bei mir. Dann werde ich dich im Auge behalten, mein Freund. Ne? Bin mal gespannt, aber ich weiß nicht, ob die SS eventuell die Zeit nicht etwas Giga Plus gedrückt haben. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, hat noch gelangt. Sogar ausgebaut. Sogar ausgebaut. Lila Zeit. Also, der Boss und Emmanuel Itz schlagen sich im Augenblick um die schnellste Rennrunde hier. Ah, kleiner Quersteher. Fährst du quer, siehst du mehr. Nö. Denk an den Streamerfluch. Was ich denke. Ah, der gibt's ja bei mir. Das ist beim CT-Meister. Das wäre ein Haus weiter dann. Und neue Bestzeit mit 0,001 hat er sich hier die schnellste Rennrunde gekrallt. Wahnsinn, also sehr, sehr geil hier, was heute geboten wird. Egal in welchem Stint man zuschaut, egal bei welchem Streamer man zuschaut. Wie gesagt, wir sind 6 Streamer. Wir haben 2 Lobbys. Wir geben 12 Stunden lang Vollgas. So, hier nochmal lila Zeit. Schauen wir mal. Wir bleiben noch einmal drauf. Und dann gehen wir weiter, ab die lila Zeit nochmal bestätigt wird. Also er nutzt halt echt wirklich die komplette Fahrbahnbreite aus. Und das ist genau das, was du machen musst. Na, jeden Winkel der Strecke musst du mitnehmen, rein, eng, los, raus. Und jetzt schauen wir nächste Zeit. Jetzt haben wir wieder die SS gleich. Die das größte Problem sind. Nee, und da hat er schon Pluszeiten.
Oh, ui, hat er nochmal Glück gehabt. So, wir gehen nochmal durch. Also, It's auf der 2, dann haben wir Pillemany auf der 2, hat vor sich einen überrundeten, so wie es ausschaut. Wie gesagt, blaue Flanke wird geschwenkt. Dann haben wir den Boss jetzt mittlerweile auf der 3. Dann Fischi auf der 4, also die beiden sind nur 1,8 Sekunden auseinander. Kleiner Fehler vom Boss und der Kollege Fischi wäre dran. Aber Fischi auch jetzt mit persönlicher Bestzeit für sich. Ah, das ist vorbei, das ist vorbei. Da hat er den Fehler gemacht, hat den holländischen Rasen quasi hier in Australien gebäht. Und damit ist die Zeit vorbei. Und dann im Hintergrund sehen wir schon, ist da Max hier und der Kollege Adam schon dabei, sich an den Fahrer hier Fischi heranzuschleichen. Nee, Fischi hat das Problem gehabt, dass er sein Fahrzeug mal kurz über den englischen Rasen, also über den Rasen, gefahren hat. Na, also der Einschlag war jetzt nicht so groß, dass er irgendwie große Schäden davon hätte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und wenn er einen riesen Schaden hätte, würde er natürlich in die Box fahren. So. Also, raus, wieder rein. Dann schauen wir mal zu Max. Da kriegt er jetzt gleich Probleme. Der Kollege Jamaika Adam ist an ihm dran. Wir gehen mal auf den Helm des guten Jamaika-Freund. So, hier sehen wir auch lila Zeit. Er lässt sich im Augenblick ziehen vom Max. War das so, das Stream Cola Orange gerade in der Flasche? Ja, das war das Soda Stream. Schwippschwapp. Schwippschwapp, wie es so schön heißt. Wir wollten ja keine Werbung machen, aber es ist Schwippschwapp, ja. Was ich davon empfehlen kann, ist 7-Up. Das kann ich empfehlen von SodaStream. Du hast ewig davon und es schmeckt echt richtig gut. Egal, ob du jetzt mit Kohlensäure magst oder ohne. So, zurück zum Renngeschehen, liebe Freunde. Ich sag, der liebe Adam ist dran und er versucht hier den Kollegen Max natürlich in den Fehler zu zwingen. Na, in den S ist es natürlich sehr, sehr schwierig hier das Fahrzeug da eh noch unter Kontrolle zu halten, weil du ja versuchst den schnellsten Weg durch die S zu finden und manchmal Max dann einfach den Fehler. Aber wie gesagt, gut durchgekommen. Max hat sich wieder eine halbe Sekunde weggefahren, aber der Windschatten ist da. Ihr seht, wie sich der Mercedes hier ransaucht an den BMW. Und das Überholmanöver kommt. Ja. Ja, doch nicht ganz. Also da hat der Kollege Max hier die Tür so weit zugemacht, dass hier der Adam nicht vorbeikommt. Na, und hier kriegt der Kollege Adam hier schon den Einlauf von Jasmin. Das kann doch nicht alles sein. So, aber Adam macht hier verdammt viel Druck. Ja, und da haben wir den Wechsel. Und Adam ist vorbei hier am Max. Also, Jasmin, dein Anschrei hat genutzt. Der Adam hat jetzt fliegen lassen kurzzeitig. Und ist jetzt vorbei. Aber der Konter. Jetzt kommt der Konter wieder auf der Langgeraden. Der Vorteil ist aber hier beim Adam, weil Adam die innere Linie hat und kann dadurch sein Mercedes vorne behalten. Aber die Situation ist immer noch nicht vorbei. Es geht den Berg hoch. Und da ist es immer noch die Gefahr, dass du hier den Winkel so ein bisschen zu weit aus, also das spricht, dass du die Kurve zu weit außen anfährst, dadurch ja immer noch dass du den Fehler machen kannst. Jasmin, es ist auch immer so, sobald die Frau es brüllen anfängt, ja, wir Männer wollen unsere Ruhe haben. Wir vertragen das nicht, wenn geschrien wird. Dann stehen die Frauen immer dahinter mit dem Nudelholz und wollen da ans drüber ziehen. Eieiei. Also, wie gesagt, jetzt kann sich der Adam wieder vom Kollegen Max lösen. Also, sehr, sehr gut gemacht. Vorbereitet. Die ist jetzt schon 1,3 Sekunden weg und ist jetzt
Nee, ich würde es anders sagen, Jasmin. Sagt die Frau gar nichts. Oder es ist okay. Dann läufst du lieber als Mann. Aber dann ist... gefährlich. So. So, wie gesagt, Jamaika hatten wir hier, den Adam, dann der Spie. Spie im Augenblick auch. Sehr, sehr gut unterwegs. Platz Nummer 7 hier für HQRT. Ja, mit 204, 202, 201er Zeiten hier mit dem BMW unterwegs. Na, also, merkt's euch, na, wenn die Frau mal nichts sagt oder es ist okay, ne? Beim Mann ist das okay ja was anderes, obwohl es auch nicht schlimm ist, weil, stellt euch vor, Frau fragt euch, Schatz, welches Kleid gefällt dir besser, das blaue oder das rote? Und du sagst, ja, es ist dir egal, ob es jetzt blau oder rot ist, weil du schaust den beiden gut aus, hast ja auch wieder alles falsch gemacht. So, mein Kopf weiter nach vorne, ich will mindestens von P3 starten, also streng dich an. Meine sagt immer, nö, ist nix. Alle war das dann, solltest dir Gedanken. Ach, schön. Immer wieder schön, dass die Welt doch so klein ist. So, Freunde, also hier nochmal. Persönliche Bestzeit vom NK. Der Mann mit seinem Lexus kann sich jetzt wirklich absetzen, ne? Mit 5,4 Sekunden schon und ist jetzt auf dem Weg, sich an den Kollegen der Spiel ranzumachen. Ja, nochmal Glück gehabt. Kein Einschlag hier. Na, schön hat man es gerade gesehen. Viking. Oben der Wikingerkopf auf dem Dach. Das ist gefährlich, richtig. Jasmin spricht aus eigener Erfahrung. Sie weiß ja, wie es läuft. Ja, ja, siehst du, hat man wieder gesehen, durch ein bisschen fahrerisches Assist und so weiter sind die Zeiten schon wieder auf 3,4 Sekunden, 3,5 Sekunden angewachsen. Und das ist dann schon wieder, den musst du erstmal wieder reinfahren. So, dann gehen wir auf den 9. Platz, unser Crazy Jumper 67 hier, 5,4 Sekunden. Tommy, servus. Ist hier mit 5,5 und 6,6 Sekunden hier jeweils in relativ sicheren Gefilden, aber nach vorne und nach hinten ist es halt immer so. Hm. Dann lieber barfuß durch den Vulkan laufen wie in der Situation. Ja, das könnte manchmal gesünder sein, glaube ich. Weil da brennt es nur einmal. Wenn die Frau hat, schlägt es manchmal zweimal ein. Ja. BMW hier vom im Augenblick führenden Team von den Lowlands Racing Team im Augenblick. Unser Crazy Jumper auf dem 9. Platz. Haben 23 Sekunden Vorsprung laut der Tabelle im Augenblick jetzt. Stand jetzt. Die Aktualisierung wird aber dann bald wieder erfolgen. Wie gesagt, alle halbe Stunde wird das quasi dann hier aktualisiert für euch, dass ihr es auch dann seht. Im Hintergrund werden natürlich auch die Rädchen gedreht. Wir als Streamer sind ja nicht nur alleine da, sondern im Hintergrund die Orga macht ja quasi die ganzen Zeiterfassungen, die ganzen Strafen und so weiter. Dass das hier auch alles rund läuft. Und das ist wirklich ein gutes Zusammenspiel zwischen der Orga und den Streamern. Auf geht's schon mal, gell? Lieg. Ja, das meint, hätte sich vorhin durchgezogen. Ja, dann könnte wahrscheinlich auch vorher fliegen. Oh, und hier ein kleiner Fehler vom Klecks. Vom Klecksi hier, der kleine Quersteher. BMW ist ja dafür bekannt, eigentlich eins der besten Driftautos der Welt zu sein. Losspiel, das Gaspedal ist rechts, ja. Und wie sagt der Meister, wo gestreut ist, kann gerannt werden. Na, wo ein Rollfeld ist, kann geflogen werden. Hm. So, na, im Augenblick hier auf Platz 5 liegend, das Team um Hermann Motorsport. Das im Augenblick, da gibt es aber im Augenblick keinen Zweikampf, beziehungsweise er kommt irgendwie auch nicht ran. Hier 5,4 Sekunden, man muss warten, bis die nächsten Boxenstops wieder da waren. Und dann hat man wieder frisches Material, neu, hier sehen wir es klar. Platz 5 im Augenblick in der Gesamtwertung für Hermann Motorsport. Die 11 im Augenblick hier für eine Itzu aus der Schweiz für White Planet. Seine schnellste Runde war aus der 22. Die 202, 254.
mit seinem Mercedes AMG. So, jetzt aber persönliche schnellste Runde für ihn hier in diesem Sektor für ihn. Also bis jetzt schnellster Abschnitt. Dann bleiben wir doch mal drauf. Und dann schauen wir gleich mal, wo der Izu seine Zeit hier liegen lässt. Und dann sind wir bei 202.822 wieder Zeiten verbessern. Komm, Fischi, die Reifen heizen mit dem Gas nicht geizen. Go, go, go. Ja, das ist schön, die Anforderungsrufe hier. Und der Migra ist hier vom Joker. Ja. Müsste halt den Joker mal einsetzen, ne? Oder halt ein Kartenspiel auspacken. Vielleicht wird es dann ja was. Mal schauen. Hier, wie gesagt, Platz 12 hier. Kriegt die blaue Flagge. Hier 205. Ach, was ich ungeduldig. Fragst dich ungeduldig werden. So, und jetzt geht quasi das Lotter in die Box. Hier auf Platz 16. Hier vom Aachener Team. Und dann haben wir noch den Kollegen Robby Fox. Von VML. Kriegt jetzt hier aber auch schon die blaue Flagge geschwenkt. Also wird ein Flugzeug hier gleich wahrscheinlich vorbeifliegen. Hier 13. Platz hier im Augenblick für VML. Wie gesagt, ich habe wirklich Respekt vor den Mädels und Jungs. Die muss ich das hier echt antun. Ja, wie gesagt, die Dusche ist danach ja Pflicht. Sowieso. So, schauen wir mal auf die 1. Oh, Zeitstrafe. Zeitstrafe, liebe Zuschauer, hier für den Kollegen Itz. Eine Sekunde, da hat er ein bisschen abgekürzt wahrscheinlich, nicht der liebe Kollege hier. Naja. Ja, aber das manchmal kannst du es nicht verhindern, dass du mal dich eventuell verbremst oder so. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde Fahrzeit. Eine Stunde haben wir quasi jetzt hinter uns gebracht schon. Hier auf Mount Panorama beim GTS. 12-Stunden-Event auf dem schönen Kurs in Australien. Was duschen? Ich muss noch gleich wieder ran. Du kannst ja eine Trucker-Dusche machen, geht ja auch. Und gehst halt danach nochmal duschen, also. Jasmin. Das darfst du machen wie ein Dachdecker. So, also, wir gehen in die Box. Wo ist unser Pilmi? Unser Pilmani. Von die Aachener Jungs. Der fährt aber durch. Dadurch hat er jetzt die Führung übernommen. Ja, 202.627. War das jetzt seine Zeit? War sie nicht? 202, ja, 627 seine Zeit. So, der Kollege steht noch in der Box. Dann haben wir den Adam jetzt auf der 2. So, Jasmin, beruhig dich. Entspann dich. Lehn dich zurück. Gib mal Ausrufezeichen Kuchen in den Chat ein. Und ess mal ein Stück Kuchen, das hilft für die Nerven. So, Itz ist wieder raus. Jamaika ist im Augenblick auf Platz 3. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Ja, Freunde. Ich glaube, der Witz kam, glaube ich, auch schon so oft. Weiß nicht. Vielleicht müssen wir Adam noch ein wenig anschieben. 1, 2, 3. So, das Duell hier der Magenkollegen Mercedes gegen Mercedes. Nichts suchen, davon werde ich schwerer. Es muss ja keine Sahnetorte sein. Es kann ja auch einfach nur ein trockenes Stück sein. Du musst ja nicht ein ganzes Blech davon essen. Und dann heißt es, du hast gesagt. Ja, ist klar. So, hier wie gesagt, die Deadpools hier im Augenblick auf der Nummer 1. Pelemeni hier, dann sind wir auf der 2 mit dem Itz. Die 3 ist Jamaika vorm Fischi. Die Nummer 4 ist unser Max, wird gefolgt vom Fischi, genau, dann der Max, so rum was. Dann haben wir den Boss auf der 6, die 7 haben wir, der Spee, die Nummer 8 N,
AK-33 auf der 9. Entschuldigung, auf der 9 ist hier der Kollege Klecks. Das geht über eure Vorstellungskraft. Genau. Die 10 ist unser Crazy Jupiter, die 11 ist Itzu. Dann haben wir den Migra auf der 12. Robbe Fox auf der 13 und 14 haben wir den Slotter. So, dann gehen wir mal nach vorne. Wo haben wir hier den Kampf? Hier sehen wir den Kampf hier zwischen Max und dem Kollegen Fischi. Da gehen wir doch auch mal auf die Motorhaube und schauen uns auch mal das Helmchen an. Lord Helmchen. So, jetzt haben wir den Kampf verpasst. Lord Helmchen quasi. Haben wir gesehen. So, komm mal dem Team Deadpools in die Box. Wobei, wir haben ein Kuchenbuffet für dich. Komm rein. Jasmin, hast du gehört? Das sind doch mal nette Kollegen. Ne? Also, fragen nicht, ob du ein Stück Kuchen möchtest. Kannst dich mal ein bisschen austauschen mit den Jungs. Also, das Angebot ist nett auf jeden Fall, ne? Schon nicht schlecht gemacht. Ne? Die Strategie ist schon nicht schlecht hier von den Deadpools. Gefällt mir. So, Hermann Motorsport. So, gehen wir nochmal drauf. Hab doch hier vorhin einen schönen Zweikampf gehabt. 1,8. Andi hat wieder Schaden gehabt. 7, 1, da bleiben wir jetzt mal drauf. Hier beim Fischi und beim Herrn Spee. Da sehen wir ja auch mal Lord Helmchen hier im Design in Grau und Weiß gehalten. Ja, das ist doch nett hier. Eher, dass die Kollegen hier untereinander sich gerne mal unter die Arme greifen wollen und helfen. So, der Spiel im Augenblick auf der 7. Seine schnellste Zeit war die 201.591. Hier aus der Runde 29. Und jetzt ist er auf dem Weg, hier sich den Kollegen aus der Schweiz zu krallen, den Fischi. Ja, da kann ich dann so viel Kuchen essen, wie ich will. Es ist ja Buffet. Ja, das kannst du ja auch noch so, das kannst du ja davor und danach auch machen. Wie du willst. So, ein blauer Warnleuchte ist an. Also gibt es hier irgendwo wieder ein Überholmanöver, was aber nicht zu diesem gehört. Aber jetzt ist noch schön frisch und fast noch Zeit. Sehr, sehr geil. So, NK auf der 3. Dann haben wir 9. Du meinst, der kam jetzt richtig schön warm aus dem Ofen? So, hier sehen wir zwar ein Duell, aber das ist das Duell hier zwischen den Aachener Jungs und White Planet, die aber nicht hier um den Platz kämpfen. Mann, ich muss mich vorbereiten. Muss ich noch eine Schippe drauflegen? Ja, wenn du noch eine Schippe drauflegen willst, dann ist doch das Kuchenstück perfekt. Ne? Also, oder? Also siehst du doch auch so quick. Quick pit. Ne? Wenn du eine Schippe drauflegen willst, hier ein Stück Kuchen. So. So, Freunde. Wir bleiben aber trotzdem hier drauf. Ja, das Duell trotzdem. Die fighten hier, die beiden. Obwohl es nicht um die Position geht. Ich will ja, aber wie gesagt, ein schönes Rennen. Und man sieht hier, oh, einen Unfall gab es. Es gab einen Unfall. Wir müssen mal schnell durchseppen. Habt ihr irgendwo was sehen? Nee. Das ist leider nichts, sonst gibt es keinen Kuchen. Ich kann euch eins anbieten, Eiskaffee. War auch okay. Hast ein bisschen Kaffee, bist du motiviert? Ne? Also das kann ich dir anbieten. Liebe Jasmin. Ich will. Ja, was jetzt? Kuchen oder Kaffee? So, hier, kleiner Ausritt hier und alles nach. Oh, na. Liebe Freunde, schauen wir uns das nochmal an. Hier, da hat aber der Boss hier Glück gehabt, dass er hier den Rasen dermaßen hier so gemäht hat, dass er hier Glück gehabt hat. Da, kleiner Einschlag. Philippe, vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Und dann macht er den Pendler und dann hat er Glück, dass er nicht wirklich noch weiter rauskommt aufs Bankett und dass er das Wahrzeugele, das Wägelsche Ding Godzilla hier noch mehr beleidigt hat.
Na, weil ein böser Godzilla ist, glaube ich, nicht gut, weil King Kong kann davon hier ein Wörtchen. King Kong kann davon ein Wörtchen reden. Mitreden. So. Also. Gut, dann sind wir wieder live. So, Zeit. Haben wir 204, das hast du gemerkt. So, Philippe, hello all. Blitzing. Servus. So. Unser Kollege Itz hat wieder mal eine schnellste Zeit hingelegt und das ist die 2 Minuten 306. So, Adam ist hier aus der Box gekommen. Schon wieder? War da vorne ist in der Box? Ah, doch ein bisschen länger her. So, Runde 33 ist der Kollege jetzt in der Box gewesen. Über die Hälfte der Rundendistanz haben wir schon hinter uns gebracht und wir sehen immer noch ein spannendes Rennen. Ihr müsst bedenken, wir sind jetzt in Runde Nummer 6 angelangt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir auch das Event fahren, sondern die Mädels und Jungs haben jetzt Dolly Qualifying letzte Woche gefahren, haben davor schon trainiert, haben sich auf das Auto geeinigt. Also da ist schon mehrere Zeit ins Land verstrichen, Vorbereitung. Jetzt kannst du Gas geben, Alter. Du hast frische Reifen. Move. Move, ja. Move, ja. Ja, aber Fischi ist auch nicht gerade der langsamste. Also da muss er jetzt auch erstmal vorbei. Und oben in den S's, also im oberen Abschnitt der Strecke, ist es sowieso schwer zu überholen. Jetzt geht es natürlich bergab. Jetzt hat er die besseren Chancen. Oder dann auf der langen Geraden nach Start und Ziel. So, jetzt ist es im K. Oh, 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 oh. Wir haben ein Problem beim Boss. Ich glaube, beim Boss gibt es ein Problem, liebe Zuschauer. Der Boss hat ein Problem und es schaut nach Motorschaden aus. Das Auto fährt definitiv nicht mehr so, wie es soll. Und das ist schade. Der muss definitiv in die Box. Also er hat definitiv einen Schaden. Und das ist ein Riesenproblem. Zweiter Ausritt hier vom Kollegen Boss. Das ist für die Gesamtwertung semi, sagen wir es mal so. So, gehen wir nochmal auf die 1. Im Augenblick ist Pele Manny hier auf der 1. 13 Sekunden Vorsprung hier vom Kollegen Itz. Itz hat hier ein Duell mit Hermann Motorsport. Aber Hermann Motorsport ist so ein bisschen weiter hinten. Ja, also jetzt gibt hier schon wieder Gas und hier nochmal die Zeit noch rundherum, die 2 Minuten 306. Aber wir sind immer noch ein bisschen weiter entfernt von der Pro Class, die so ein bisschen... Ja, so ein bisschen... Bisschen schneller sind, aber macht nichts. Mir ist es egal, ob wir 2 Sekunden langsamer sind oder 2 Sekunden schneller wären. Ist mir auch relativ egal. Ich will geil Motorsport sehen und das sehen wir hier definitiv in der AM. Hier bei der GTS Endurance. Oh, Quersteher, da hat, glaube ich, die Zeit lila Zeit nicht mehr Bestand. Wir warten es ab, aber wie gesagt, hier letzte. Schikane war quasi nicht mehr so toll. Das könnte keine neue Zeit. Nein, das war keine. Er war auf Bestzeitkurs, aber. Nee, aber die Zeit schrumpft im Augenblick. Ihr seht es unten. Vorhin waren es 3 Sekunden. Jetzt sind wir bei 12,7. Und da ist es okay. So, jetzt haben wir Jamaika Adam auf der 3. Fischis im Augenblick auf der 4. Die beiden haben einen Unterschied von circa 1 Sekunde. Ja, das Team Jamaika, das Team um Noller Racing hier. Und wir werden mal gucken, ob es hier gleich den nächsten Zweikampf gibt oder ob sich Adam absetzen kann. Adam müsste sich rein natürlich absetzen können, wegen dem besseren Material. Aber warten wir ab. Wenn nicht, muss halt Jasmin wieder mal mit dem Gummiknüppel hier mal hinter dem Kollegen Adam stehen und mal sagen... Rechts ist es Gas und du kannst es durchtreten bis zum Bodenblech. So, hier jetzt vom Fischi. Lila Zeit, liebe Zuschauer. Lila Zeit vom Fischi. Der BMW M6
vom Fischi, vom Noller Racing Team. Schiebt im Augenblick die Lille der Zeit her. Bremse braucht er nicht. Achso, hat gleich einen Anker. Schmeißt er gleich einen Anker wie beim Schiff. Ah, ist okay. Und ich bin stolz auf ihn. So, Fischi, komm, zeig mal, was der BMW so kann. So, wir bleiben natürlich drauf, so lang, bis wir die nächste Zwischenzeit haben. Gibt's noch eine Zeitenverbesserung hier für den Kollegen Fischi? Ja, hat der den Windschatten, nimmt er ja, versucht er sich zu krallen vom Kollegen Adam. Ne? Da, der Anker wird geworfen. Ja, so ist es. Meistens wie. Und hier nochmal lila Zeit. Immer noch Purple Zeit für den Fischi. Das meine ich, kannst du mir vorstellen, wenn du wieder mal einen getrunken hast, na, dann tust du ja auch immer den Fuß quasi als Anker raus, dass du nicht im Kreis drehst. Verständlich. Und hier ist er noch dran und wirklich fährt im Augenblick sehr, sehr gut. Hier schauen wir doch mal rein in den Hobel. Da sind wir quasi im M6 drin und vor ihnen schiebt er quasi unseren Bob, quasi unseren Jamaika Bob vor sich her. Ja, lila Zeit ist es nicht, aber Zeit gibt es noch. Es gibt noch die Möglichkeit, dass er lila Zeit fährt. Wir bleiben noch so lange drauf. Jasmin kann sich das Fahrzeug mal gern von hinten anschauen, ob sie irgendwelche Schäden sieht. Bei unserem Bobfahrer, quasi dem Kollegen Adam. Ich trinke keinen einzigen Tropfen Alkohol. Das war ja allgemein gesprochen, Jasmin. Und die Zeit kommt und wo bleibt sie stehen? Wo bleibt sie stehen? 201, 305, keine Zeitverbesserung hier. Das hat doch ein bisschen Zeit gekostet. Also, dann, wo ist der Max? Der Frog, vielen Dank. Frog, für deinen Follow. Danke dir. Nimm Platz. Lass es dir gut gehen. Hier bei mir auf dem Kanal. So, aber der Anker habe ich. Das ist okay. Das ist okay. So, 12 Sekunden und 15 Sekunden Unterschied. Beim Jupiter 1,2 Sekunden. Und da könnte es eventuell hier, nachdem lebe auch an der Quelle. Wie, du lebst an der Quelle? Erzähl. Lass uns teilhaben. Hamburg oder Rostock, Bremen, Holstein, Kiel. Also Kiel, wenn du an der Quelle wohnst. Lebe an der Nordseeküste. So, Freunde, das war's mit meiner Singenskunst. Wie gesagt, ich kann drei Oktaven ich singen, schief, laut und mit tollem Enthusiasmus. Also, wenn ihr noch weitere Songs von mir hören wollt, folgt mir auf Instagram. So, und jetzt gibt's hier gleich... Was? Landgast? Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. So, und jetzt haben wir den Dreikampf. Jetzt haben wir den Dreikampf, liebe Zuschauer. Dreikampf hier zwischen BMW und dem Godzilla. Freunde. Okay, da bin ich hin. Warte. Nicht dran. Jo. So, und jetzt versucht hier das Überholmanöver. Ist der eventuell der lachende Dritte? Oh! Alter, seid ihr bekloppt? Wahnsinn, Überholmanöver hier, Dreikampf und der Profiteur ist eigentlich der Boss, weil der Boss hat sich jetzt quasi kurzzeitig den Jupiter geschnappt und wird sich jetzt eventuell den Spee auch schnappen, weil im Augenblick eigentlich ist der Boss sehr stark unterwegs. Jetzt nimmt er gleich den Windschatten. Ihr seht es hier, so wie die Linie der Kollege vor ihm fährt, so nimmt das natürlich mit. Ja, aber ich glaube, der Boss fährt hier ohne Traktionskontrolle, so wie es ausschaut. Oder fährt er mit Lenkrad? Mit Controller? Jungs, wisst ihr, ob der Boss mit Controller fährt? Weil ab und zu hat er so einen Schlenker da drin. Komm aus Jäger. Ah, er probiert's außenrum, aber schafft's nicht. Aber, Kollektiv. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ja klar, du bist ein Nordlicht in dem Sinne. Aber
Das Bier ist nicht unbedingt so, finde ich. Ja, ja, oder? Das habe ich mir doch gedacht. Jumbo, danke für die Information. Und jetzt ist er schon vorbei. Wir schauen wir nochmal in die Wiederholung. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also man sieht's, der Schlenkerer ist definitiv da, also der Auspendler quasi, wer Schlenkerer, wenn ihr Schlenkel nicht versteht. Ja, ich muss leider löschen, Mafa, es tut mir leid, wir haben auch noch eventuell jüngere Zuschauer da und deswegen. So, und hier das Duell und jetzt ist er wieder dran, aber der Kollege Boss bleibt weiterhin vorne. Also wie gesagt, Respekt vorm Boss, der hier wirklich seit über einer Stunde hier mit dem Controller sich die Finger quasi wund fährt. Ne? Also, man muss es schon sagen und das ohne Traktionsmotor noch. Jasmin, es ist aber auch nicht so schön, wenn das Ding so groß ist. Macht auch nicht wirklich Spaß. Das sieht er. Hier erfährt man sogar, wo die verschiedenen Leute herkommen. Das ist auch geil. So, und jetzt hier wieder lila Zeit. Ja, genau, ein Riesenstift. Hast du genau richtig erkannt. Neubi. So, lila Zeit im Augenblick. Aber, wie gesagt, der Spee ist immer noch dran. Egal. Ja, die Welle ist definitiv klein, das stimmt. Das habe ich jetzt auch erfahren, wo ich in einer anderen Liga stream. Der eine kommt aus meiner Ecke, wo ich arbeite, der andere ein bisschen weiter, der andere dann auch. Aber ja, mache ich gleich, Leon. Bin gleich dabei. Wollte nur schauen wegen der lila Zeit, deswegen bin ich da noch drauf. So. Ja, Fischi da. Fischi hier, Fischi da. Und hinter ist der NK. Wie gesagt, der Joker packt seine Karten aus und versucht ihnen einen Trick zu zeigen. Aber im Augenblick klappt das noch nicht so. Ist 14er und spielt auch mit Controller. Alles bleibt mal locker. Ja, toll, Jasmin. Musst jetzt prahlen, damit du den größten hast. Ja, super. Ist aber auch schräg. Also, Fischi hier auf Platz 5. Das war aber nicht das direkte Duell. Aber wie gesagt, zwei Kämpfe sind immer gut. Egal, ob das jetzt platzintern ist oder nicht. Wie gesagt, das ist einfach geil anzuschauen. So, wir gehen nochmal die Reihenfolge durch. Im Augenblick führt immer noch der Pelini. So. Pelmini. Die Pille. So. Dann haben wir ein Itz. Dann kommt unser Adam. Dann hat der Max den 4. Platz. Nö, eigentlich nicht. Warte. Hört sich relativ eigentlich normal an. Nee, glaube ich nicht, weil auch der Mann auch nicht wirklich rankommt. So, dann haben wir den NK330 auf Platz 6. Der Boss im Augenblick auf der Position. Dann ist der Spie auf Platz 8. Dann haben wir den Crazy Jumper auf Platz 9. Der 10 ist der Itzo. Galaxy fährt in die Box. Bitteschön. Kein Problem. Ah, Boxenkasse bitte richtig nehmen. Dann haben wir Galaxy auf der 11 jetzt. Dann haben wir den Migra auf der 12. Rob Box auf der 13. Und 14 ist Mr. Slotter. Hier mal das Team Racing Aachen in der hier auf der Kamera, in der Kamera. Ich will 5 Minuten sind. Jo, so, gehen wir auch mal hier auf den Helm vom Kollegen Slotter. Also Jungs und Mädels natürlich.
Von meiner Seite schon mal sehr, sehr großen Respekt aus hier an die Fahrer und Fahrerinnen, die hier wirklich hier alles geben, ja, und sich hier sich das Ganze antun und natürlich hier eine Wahnsinns-Performance aufliefern. So, beim Itz sind wir bei knapp 29 Sekunden. Und Mr. Soko ist ja auch da. Einen wunderschönen Nachmittag hier. Wahnsinn, also 29 Sekunden, das ist schon ein Brett, muss man schon wirklich sagen, ne? So, NK33 ist auch in der Box. So, dann haben wir den Pille. Der im Augenblick auf der zweiten Position ist, war schon in der Box. Unser Adam hat hier 18 Sekunden Rückstand und knapp 5 Sekunden vor Max. So, dann sind wir beim Max, 5,1 Sekunden und 12 knapp. Dann sind wir beim Fischi 11 und 17. Und hier der Dreher, jetzt ist der Boss wieder beteiligt. Ich war noch wahnsinnig, liebe Zuschauer. Er macht den Fehler zum dritten Mal. Fährt hier, dann kommt er über den Körper und nimmt wieder und schlägt wieder ein. Und das schaut wieder nicht gut aus. Und das schaut wieder nicht gut aus. Wieder Schaden beim Boss. Und der GTR, so wie er sich anhört, hat er Schaden. Hat er wieder Motorschaden. Er war jetzt in der Runde 34 in der Box. 34 auf 35. Und jetzt hat er wieder... Das ist doch so ärgerlich, ey. Oh Mann. So. 23 Sekunden beim NK. So, beim Kollegen Crazy Jupiter 23 und 6,6. Dann 6,9 bzw. 7 und 33. Beim Lex haben wir 33 und 13. Und beim Migra 12 und 32. Und Slotter hat... Ja, es hat sich fast so angehört beim... wo sind wir? Da sind wir. Nee. Oder wenn, dann ja, leicht nur. Scheint aber alles wieder normal zu sein. Er war ja erst in der Box. Na? Also, und hier wieder neue Bestzeit hier vom Kollegen. Jetzt... der in der 37. Runde eine 2 Minuten 206 gefahren hat und jetzt wieder lila Zeit hat. So, lila Zeit. Jungs, wir wollen endlich mal Richtung 1,59 gehen. Es ist ja schön, dass ihr euch alle so langsam vorbereitet, dass wir in Richtung 1,59 gehen, aber die muss so langsam fallen. 1,59 hier. Sag auch mal das Helmchen, Lord Helmchen hier, eingeblendet in den schönen grün schwarz gehalten, wie die Teamlackierung ist. Also ich muss auch mal sagen, an die Lackierer und Designer quasi der Rennteams, wirklich schöne Designs dabei, alle unterschiedlich. Hier schaut eigentlich keins aus wie das andere und so muss es auch eigentlich sein. Jeder hat seinen individuellen Geschmack und den sollten wir auch drauf verewigen, so dass man auch einen guten Unterschied kennt. Ah, oh, weh, da hat er eine halbe Sekunde hat er drauf gepackt, das war nichts. Da hat er irgendwo einen Fehler gehabt und das hat dann gleich wieder Auswirkungen auf die Bestzeit und das ist es nicht. So, Pille hier, Pille Manny hier jetzt auf dem zweiten Platz mit einer 201152, hat aber schon 28 Sekunden Rückstand. Also Pille Manny, die fährt ja auch nicht gerade langsam. Aber was im Itzima-Umblick da vorne durch den Kopf geht, ne? Das ist Wahnsinn. Also echt sehr, 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 sehr geil, was die Jungs hier wirklich vonstatten geben. Ja, der Prof ist auch da. Einen wunderschönen Nachmittag. Nein, wir sind noch nicht bei Abend. Sind wir noch nicht. Deswegen schön, dass du dabei bist, Prof. Heute hier. Kehle ist trocken. Ich hoffe auch, die Fahrer haben nebenbei was zu trinken. Ja, Jasmin will ja keinen Kuchen von uns. Also, Deadpool-Jungs, was sollen wir denn machen? Na, sie will keinen Kuchen.
Toll. So, da haben wir hier wieder unseren Bobfahrer, unseren Jamaika. Jamaika Adam. Abschnitt 201760 und jetzt hier auf persönlicher Bestzeit. Persönliche Bestzeit im Augenblick hier beim Kollegen Adam. Mit 3 Modusschäden auf 8 Bahn. Ja, es ist schon hart, Jumbo, ne? Also ich hab mir schon gedacht, also 2 hat auf jeden Fall gehabt, beim dritten weiß ich es nicht hundertprozentig, aber den gehabt aber 2 auf jeden Fall. Oh nein, wieder keine Bestzeit, Mensch. So, wie schaut es beim Mack aus, beim Kollegen Max aus? Max hat hier auf jeden Fall den vierten Platz. Im Hintergrund haben wir den Kollegen von Hermann Motorsport. Moment, jetzt kommt's. Da, Klecks. Aber Klecks jetzt mit lila Zeit. Lila Zeit bei Klecksi hier, liebe Freunde. Auch persönliche Bestzeit jetzt 2 Minuten 8,98 gefahren. Ist ein Teamkollege, der hat 3. Leider, sonst würden wir ihn weiter vorsehen. Ja, ich weiß, Jumbo. Also, er war ja lange Zeit auf der 1. Und dann hat er jetzt halt mal kurzzeitig Gas gegeben. Dann war er vorbei. Aber er kann es ja. Und verstehe ich es ja nicht. Dass er jetzt, vielleicht ist auch die Konzentration jetzt so ein bisschen weg. Kann ja auch sein. Aber wie gesagt, der fährt ja trotzdem. Fantastische Zeiten. Aber manchmal ist es halt dieses kleine Müh, was halt einfach einen Tick nach rechts oder nach links fährst. Und dann dreht sich halt einfach raus. So. 0,0. Oh, na. Boah, hat das gesehen, aber. Da hat nochmal das Auto abgefangen. Hier, lila Zeit noch gehabt. Dann war sie weg und dann. Beide so ein bisschen gedriftet, ja. Aber hier, fährst du quer, siehst du mehr. Wir müssen mal nach den 12 Stunden die Fliegen auf der Seitenscheibe zählen bei Hermann Motorsport. Ne, wie wir sich da drauf verewigt haben. So. Dann gehen wir nochmal zu unserem Kollegen Migra. Das Team Joker. 17 Sekunden und 28 Sekunden. Also die fahren im Augenblick ihr eigenes Rennen. Ja, das Rennen im Rennen quasi mit 204, 204, 203er Zeit in den letzten Umläufen. Gehen wir auch mal auf den Helm natürlich hier. Ja, vom Kollegen Migra. So, Mr. Slotter hier. 201, 202, 205. Haben wir den eben schon gehabt? Wenn nicht, ist auch nicht gestorben. Ja, hatten wir schon gehabt. Dann gehen wir doch mal auf den Kollegen Bobby Fox, der mittendrin statt nur dabei. Das ist, glaube ich, der Pelle. Ja, genau. Dann sind wir doch hier richtig. Lässt vorbei. Und dann sehen wir hier doch mal einen Zweikampf. Hier einmal hier mit White Planet. Bleiben wir doch mal drauf. Also rum will ich hin. Mit White Planet. Hier sehen wir bewegte Bilder mehrerer Fahrzeuge. Und das ist doch immer schön anzuschauen. Na, wie gesagt, 201er Zeiten von den Deadpools. Jetzt wird es gleich das Überholmanöver geben wahrscheinlich. Wir haben auch zu viele Scheiben. Ja, wie gesagt, das ist halt das Problem hier auf der Strecke. Dass du halt, wie gesagt, diese präzise Fahrweise halt wirklich machen musst. Aber es ist ja keine böse, wenn es halt das Auto mal ausnimmt. Natürlich ist es ärgerlich, weil du willst ja eigentlich gewinnen. Aber, das soll aber nicht den Spaß an der ganzen Sache mailen, würde ich sagen. Na, wie gesagt, die, wo neu dazugekommen sind und es noch nicht wissen, ich würde gerne nach dem letzten Stint, also Stint 6 mache ich noch, mache quasi das Abschlussrennen. Und dann würde ich gerne die Teammanager der ersten 3 bei mir im Chat haben. Also wer das wäre, soll mir doch bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Na? Auf der PlayStation und dann tun wir das dann
quasi das Interview führen, wie quasi der ganze Eindruck von dem ganzen Event war, wie quasi die letzten Runden so erlebt habe und so weiter. Einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass man den Fans und den Zuschauern einfach mal nahe bringt, wie das ganze Event für euch gelaufen ist, weil es sind ja doch nicht nur 12 Stunden, es sind ja Doppelte, ist Dreifache, ist Vierfache, weil das Training gehört ja auch noch dazu, die Besprechung unter den Teams. Was machen wir denn überhaupt und wie? Deswegen würde ich euch mit der ganzen so ein bisschen Plausch halten, so ein bisschen Interview danach geben, dass man quasi heute einen schönen Abschluss finden hier bei der AM. Und würde ich mich gern freuen, wenn ihr dabei seid. So. Also im Augenblick haben sich die Jungs von Team Jamaica auf die Nummer 1 gesetzt. Sind im Augenblick gesamt Nummer 1. Die Nummer 2 im Augenblick sind Loneless. Die Nummer 3 war Nolla Racing Team. Candy Cave ist im Augenblick auf der 4. Hermann Motorsport auf der 5. Skyforce hat sich hier weit, weit nach vorne gearbeitet heute. Waren auf Platz 10. Jetzt sind sie schon auf Platz 6. Durch das, dass It's... Wo ist DCR? Was? Wer DCR? Kommt gleich. Kommt gleich alles. Machen wir gleich. Dann haben wir Vikings auf der 7. UMF auf der 8. Gold Ochsen Racing auf der 9. Und dann haben wir auf Platz 10 White Planet Esports, die Deadpools auf Platz Nummer 11. Joker auf der 12. Falsche Lobby. Na, du darfst ruhig da bleiben. Darfst du, ist kein Problem. Du darfst gern da bleiben. Na? Okay, du darfst gern da bleiben. Und 13 VML und Team Racing Aachen. Ja, Race Team Aachen. Das ist im Augenblick hier die Konstellation der Teams, meine Freunde. Fahrer seht ihr auf der linken Seite. Wir sehen uns gleich quasi nach der Werbung. So hat sich jetzt kurz was dran gehört. Aber nein, wir bleiben natürlich live dabei. Wir haben noch 25 Minuten. Dann kommt der liebe Daywalker wieder zum Stint Nummer 4. Zum Stint Nummer 4 und wird euch dann quasi durch die nächsten 2 Stunden begleiten. So, Pille Manning ist hier auf der 1, hat 4,1 Sekunden Vorsprung. Der Vorsprung schmilzt aber so langsam hier, ne? Jetzt hat hier schon wieder das Gaspedal rechts schon relativ weit durchgedrückt, hat so ein bisschen nur 2 Hundertstel Rückstand auf die Bestzeit, aber der Mann ist halt wirklich schnell unterwegs. Also wie gesagt, da habt ihr, glaube ich, den richtigen Mann in die richtige richtige Lobby quasi geschickt, also sprich in den richtigen Stint geschickt. Dadurch kann er jetzt halt viel, viel Zeit vor euch rausfahren. Ja, wie gesagt, ihr habt es ja gemerkt, von Platz 10 auf Nummer 6 ist auf jeden Fall eine Ansage im Team. Dann haben wir hier den Kollegen von der lieben Jasmin, hier unseren Jamaica Adam, der im Augenblick auf der Nummer 3 rumfährt mit seinem Mercedes. Dann haben wir den Max hier immer noch im Duell mit Hermann Motorsport, ne? Die beiden geben es sich auch schon. Wie gesagt, ist zwar nicht das platzentscheidende Duell, aber ein schönes Duell zwischen den beiden. Dann gucken wir doch mal. Gib doch mal Feuer, Fischi. Machen wir gleich auf den Fischi, gehen wir gleich drauf ein. Kein Thema. Wir schauen jetzt mal, wo der Kollege Klecks ist auf der 10. Und dann schauen wir uns hier mal die beiden an. Hier im Duell gegeneinander. Gleiches Material, gleiches Fahrzeug. Nur die Fahrer sind unterschiedlichen Teams zugeordnet. Aber die geben hier. Was hat er jetzt vor? Hat er kurzzeitig mal den Gashahn hier nicht gefunden? Na, Klexi hier, wie gesagt, stark unterwegs. Hier vom Team Herm Motorsport im Augenblick auf den Gesamtplatz Nummer 5 liegen. So, ich bin mal gespannt, ob er noch rankommen kann. Nee, scheint nicht. Wie gesagt, das Material ist ja gleich und dann hast du halt das Problem, dass du nicht wirklich rankommst. So, Platz 11 ist im Augenblick unser Crazy Jupiter. Dann haben wir unseren Migra Slotter jetzt auf der Nummer 13 und unser Robby Fox auf der 14. So, es wurde der Fischi gewünscht und da schwimmen wir jetzt auch mal hin und da sind wir hier im wunderschönen österreichischen Fahrzeug quasi der österreichische Kollege, der Fischi vom Nolla Racing Team. Die Nollas quasi. Nolla Racing Team, wie ihr seht, hier unten gerade eingeblendet auf Platz 3 im Augenblick.
Na, zwischen Hermann Motorsport und den Skyforce Jungs ist nicht mehr wirklich viel Abstand. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Skyforce Jungs sich am Ende dieses Stints Nummer 6 dann, also des Stint 3 ist quasi auf Platz 5 eventuell in der Tabelle wiederfahren. Also weiß ich nicht, müssen wir mal gucken hier. Ach, die geben im Augenblick richtig gut Gas. So, Fischi haben wir gesehen. Wir schauen mal nach vorne und der Vorsprung schmilzt, liebe Zuschauer. Der Vorsprung schmilzt. Pillimani wird langsam die Zeit weniger. Also, Itzi nimmt quasi hier dem Kollegen immer mehr ab. So, Neubi freut sich schon. Na? Dass er vielleicht sieht, dass er eventuell Platz 5 werden könnte, ne? So, und jetzt haben wir aber von Pillimani haben wir lila Zeit. Lila Zeit hier im ersten Sektor, liebe Zuschauer. Mal schauen, was so geht. Was er hier für Zeiten jetzt im zweiten Sektor sich hier oben auf dem Berg hier zusammenfahren kann. Ich bin gespannt. So, Max ist in der Box. Noch mehr. Noch mehr. Muss noch mehr Sprit fahren. Ja, ist klar. So, die Deadpools quasi immer noch auf der 1. 3,4 Sekunden im Augenblick Vorsprung vor den Kollegen Sky. Boss, noch eins. Nur im Augenblick. Nur persönliche Bestzeit. Wie schaut's beim Kollegen jetzt aus? Der immer konstant 2 Minuten 2,84 gefahren ist. 2 Minuten 4,55. Ist Wahnsinn, dass der im Augenblick wirklich so konstant fährt. Na, im Augenblick, er sieht ihn, ja. Warten wir mal, wie bei ihm da die Zwischenzeit ausschaut. Ob er seine persönliche Zeit. Ich will eine 1,59 sehen. 1,59 bitte. Nein, auch keine Zeitverbesserung hier. Lass uns weg. So, dann haben wir unseren Jamaika. Hat er eben hier knapp 20 Sekunden und 40. Also das Feld zieht sich wirklich auseinander schon. 1,9 Sekunden Unterschied hier. Geht's 2 zwischen Max und der Spie. 18 und 16. Und hier sind wir hier beim Duell hier zwischen dem Boss und dem NK. Da gehen wir nochmal in die Wiederholung rein. Hier Beschleunigungsduell zwischen dem Lexus und dem Nissan GT-R R35. Hier auch Spitzname Godzilla. Und der Boss, oh, hier wieder feste Quer, siehst du mehr. Das ist eigentlich heute, ich glaube, das Sprichwort, was hier der Kollege Boss heute an den Tag legt, oder, Jumbo? Zwei Minuten. Der ist ja schnell, der, mit dem Bock. Aber schafft im Augenblick keiner. Und jetzt wird ein bisschen aufgehalten. Jetzt wird ein bisschen aufgehalten vom Zweitplatzierten in der Tabelle. Und das ist, kann entscheiden werden, liebe Freunde. Das kann entscheiden. Hier das Duell zwischen dem... kleiner Schaden. Wahrscheinlich. Da ist, hat er einen Fehler gemacht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das von... Lowlands irgendwie... Hat jetzt nicht so toll ausgesehen, gerade die Situation zwischen den beiden. Er war... Ne? Also. Das könnte hier für den Kollegen was gut sein. Die sind zurückgefallen jetzt auf den Platz Nummer 6. Aha, hier sehen wir schon. Skyforce Racing im Augenblick hier auf dem 4. Platz. Also, was die heute für einen Sprung gemacht haben am Anfang des Stints, waren sie noch auf Platz 10. Jetzt sind sie auf Platz 4. Also, das ist geil. Muss ich sagen. Oh, Hermann Motorsport von 5 auf 9 zurückgefallen. Also, die Konstellation ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig toll für Hermann Motorsport. Die Deadpools haben sich jetzt auf den 10. Platz endlich nach vorne geschoben. Nachdem sie ja ewig schon da vorne mit drin hängen, aber jetzt endlich mal einen Platz gut gemacht haben in der Teamwertung. Oh, kalter Kaffee macht hübsch. Man merkt. So, 15.42 Uhr in knapp 20 Minuten geht's weiter hier bei dem Kollegen Jumbo. Ja, genau. Wie kann man da versuchen, einen überrunden?
lassen. Zum Glück hat Boss keinen Schaden bekommen. Ja, es ist halt... Meine Uhr sagt, ich soll aufstehen. Nein. Nein. Ja, es ist ein bisschen eine doofe Situation gewesen, ne? Aber, wie gesagt, zum Glück weniger passiert. Also, wie gesagt, wir schalten nebenbei auch mal den Kanal vom Daywalker schon ein. Ja, weil danach bleibt er auf jeden Fall hier an den Geräten, weil sonst... Ja? Es muss natürlich sein, Kollege Daywalker ist dann natürlich mit dabei hier wieder. Er dann quasi der nächste Streamer von uns drei, der den Stint dann wieder übernommen wird. Dann kommt nochmal Don Camillo und ich mache den letzten Stint von 20 bis 22 Uhr inklusive Interviews. Also bitte den Teammanagern Bescheid sagen. So, nach vorne wird es aber trotzdem immer enger. Wir haben nur noch 2,1 Sekunden. 2,1 Sekunden. So, wir hatten jetzt da wen überholt? Wir haben doch gerade ein Überholmanöver gehabt. Ich habe es doch irgendwo gesehen. Gleich darf er auch Vollgas geben. Aber. Ja. Also, hier knapp zwei Sekunden, liebe Zuschauer. Das wird hier in den letzten Minuten ein Kampf auf Messers Schneide zwischen 1 und 2. Das gefällt mir richtig gut. So muss es sein, dass zum Ende hin des Rennens, egal wie lange du fährst, ob du jetzt eine halbe Stunde fährst, Sprintrennen, oder eine Stunde fährst, oder jetzt hier zwei Stunden lang, ne, dass sie sich bis zum letzten bekriegen und hier uns einen Fight liefern. So muss es sein. So muss es sein. Also, wie gesagt, 1,9 Sekunden. Ne? Da haben wir den Abstand zu groß. Da passiert im Augenblick nichts mehr. Und jetzt haben wir vom Fischi hier Bestzeit oder nicht Bestzeit? Das ist jetzt die Frage. Wir bleiben nochmal drauf. Beim Fiji. Schauen wir mal, was da für Zeit noch dran rumspringt. Dann gehen wir nochmal nach vorne, weil dann könnt ihr so langsam in Richtung Zweikampf kommen zwischen Nummer 1 und Nummer 2. Ne. Schon nicht. Dann haben wir hier den Kollegen, der im Augenblick auf der sechsten Position ist. Hier nochmal Zeitenverbesserung ist. Dann haben wir hier Boss jetzt auf der Nummer 7. Ja, er hätte mehr können. Ich glaube, er ärgert sich am meisten heute von uns allen, dass auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre. Aber es ist alles noch im Machbaren. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Stunden vor uns hier, Freunde. So, 6 Sekunden zwischen den beiden. Und hier lila Zeit. Lexi mit lila Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Sein Problem ist doch nicht. Wieder hier. Jetzt haben wir es hier mit der Zeitmesser gehabt. Ja, er hatte immer Probleme wegen in den SS hier das Fahrzeug so zu pilotieren. Hier wieder. Jetzt haben wir Itzo mit lila Zeit. Oder ist das... Oh, er fährt nochmal. Also. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. So, wir gehen mal nach vorne kurz, liebe Zuschauer. 1,4 Sekunden. 1,4 Sekunden. Jetzt geht so langsam in die heiße Phase. Erstens im Rennen und hier um den Sieg in Stint Nummer 3 der AM. Ja, ja, er muss zulegen. Hey Manny muss zulegen, weil it's schiebt ja auch mal mächtig an. Er hat 2 Minuten Zeit und er ist der Schnellere im Augenblick. Er ist im Augenblick, ja genau, Feuer mal an. Wenn er Feuer mal an, da muss auf jeden Fall noch was gehen. Genau, Jungs, gebt mal hier richtig Feuer im Chat, dass es auch mithört. Peter, ist mal das Texas von euch dran wegen den Streamern? Nächstes ist Don Camillo dran. Don Camillo ist... lass mich haben, was oben rechts angeben lässt. Nein, Daywalker. Daywalker 311 ist der nächste. Ich rede dann rüber. Bei AM und bei der
Bei der Pro müsste es dann mal was CD-Meister sein, glaube ich. Ja, CD-Meister ist es dann. So, nein, keine Zeitverbesserung. 1,7. Jetzt konnte es sich wieder ein bisschen lösen, Freunde. Eine Minute. 15 Sekunden. Ne, wir müssen... Ah, hier ist noch eng. Hier ist noch eng zwischen Slotter und Kollege Crazy. Bitte. So, Freunde. Aber jetzt auf jeden Fall gleich eng. Und vorne werden wir auch nochmal reinschalten. Ja, jetzt haben wir hier gleich den Zweikampf hier um Platz 12 und 13. Hier, das ist auf jeden Fall das Team auf Nummer 2. Lowlands Racing. Ja, das wird hier schon gleich den Kampf geben. Wir müssen gleich nochmal schauen. Ich werde gleich nochmal rüberschauen. Ich muss mal schnell auf die Nummer 1, 1,5. Das geht noch. Dann bleiben wir hier bei dem Kampf. Liebe Zuschauer, dann bleiben wir hier. Ist ja nicht gut aus der Kurve gekommen. Da ist Jupiter nicht aus der Kurve gekommen. Slotter ist dran. Wie gesagt, der Druck wird groß und dann musst du hier aufpassen, dass du sauber fährst. Dann bringt dir nichts, wenn du versuchst schnell zu sein, aber der sauber fährst. Und das kostet dich auch unbedingt unheimlich viel Zeit. Also, das ist soweit gut. Fahren beide gut durch die SS durch, dass da nichts passiert. Und schauen wir nochmal runter gleich zum Führungsduo. Weil da geht es in die Runden richtig ab. So, knapp 10 Minuten haben wir noch. Danach pünktlich wird dann rüber geradet zum Daywalker. Kommt er jetzt vorbei? Kommt Slotter vorbei? Das ist die Entscheidung. Er ist vorbei, er zieht schon raus. Aber die Kurve geht nach links. Nach rechts, Entschuldigung. Und jetzt ist er vorbei. Und sehr schönes Überholmanöver. Hat den Windschatten mitgenommen. Und dadurch ist er vorbei. Also, sehr, sehr schön Überholmanöver. So, jetzt sind wir bei einer Sekunde und es geht hier um den ersten Platz, liebe Zuschauer. Schnallt euch an, haltet eure Frauen fest. Jetzt gibt's hier richtig, richtig Vollgas. Wir gehen auf It's drauf. Wir schauen mal von hinten, wie sich der Kollege Bill Manny hier zur Wehr setzt. Man hat's gemerkt, er kam kurz aufs Bankett. Und dadurch hat er den Pendler gehabt. Ja, genau. Richtig. Man muss auch mal anerkennen. So, und jetzt hat Kollege Itz hier wieder lila Zeit. Sehen wir noch die 1,59. Ich wollte es mir ja wünschen, weil die haben es verdient. Weil die liefern so geilen Motorsport ab. Ja? Dann haben wir hier durch die SS... Und Tick ist hier Feuer und Flamme. Ich glaube, der Tick schwitzt hier auch, glaube ich, daheim. Ja, er hat wahrscheinlich auch das Messer zwischen den Zähnen und... Gib jetzt, Herr komm schon, gib ihm! Ja, aber die beiden fahren wirklich hier, geben mir, pressen hier alles raus. Pressen beide alles raus aus ihren Fahrzeugen. Also, das ist so geil anzuschauen, Jungs. Und jetzt haben wir noch einen Überrundeten dabei. Jetzt haben wir noch Loundless, der in der Tabelle auch mit vorne drin hängt. Und wir haben hier, das könnte das Zünglein an der Waage sein in diesem Zweikampf um den Sieg heute in der AWM. Er muss Platz machen. Mach bitte Platz. Misch ihn nicht ein. Ja, er fährt schon links. Ah, es langt nicht. Er versucht aber den Windschatten schon mitzunehmen. Ja, beide versuchen vom anderen den Windschatten zu klauen. Und jetzt ist er definitiv dran. Jetzt ist er definitiv dran. Es ist verdammt schnell, aber er muss auch erstmal vorbeikommen. Und jetzt haben wir das Problem. Bitte lass das nicht an einem Überrundeten scheitern. Mach Platz. Fahr weg. Jetzt auf der Start- und Zielgeraden. Bleib am besten irgendwo und behindere die beiden nicht. Wir haben es leider schon zu oft erlebt, dass da wirklich was passiert, obwohl, ne? Jetzt hat er schon den Ansatz gemacht, aber er hat die Tür zugemacht. Jetzt kommt die lange Gerade. Er fährt schon nach links. Natürlich zieht auf die linke Seite auch unser Kollege Pille, dass er sich den Windschatten mitsteckt. Und jetzt ist die lange Gerade. Jetzt muss er schon Kampflinie fahren. Jetzt geht's
hier richtig zur Sache. Jungs, ich bin selber und Mats, ich bin natürlich selber gespannt, ne? Jetzt müssen wir dabei bleiben, weil das ist im Augenblick der Zweikampf hier. Erstens um den Sieg und zweitens hier geht's hier. Gibt im Augenblick keinen besseren Zweikampf, was ich euch bieten kann. Und die Fahne hier echt. Und ich glaube, das beiden wird zwischen den beiden richtig fair werden, weil die beiden sind so geile Fahrer. Ja? Da wird auch nichts passieren. Und da wird sich der eine oder zum anderen nicht vorbeidrücken wollen, weil es bringt doch nichts. Genau, super spannend. Auf geht's. Jungs, zeigt uns hier, was ihr könnt. Boah, haben aber Glück gehabt, dass Itz hier nicht in die Mauer einschlägt. Na, er ist ein bisschen weit auf dem Kopf gewesen, aber es geht weiter. Jetzt kommen die SS. Vielleicht entscheidend heute am Nachmittag hier über den Sieg oder nicht Sieg. Ich muss links auf die Atomuhr achten, leider. Weil ich muss euch dann nämlich wegschicken. Wenn wir hier nicht rechtzeitig fertig werden und hier drüber kommen, wie gesagt, in den Autopiloten, dann raide ich euch, wenn wir im Autopiloten sind, dann raide ich euch zum Daywalker rüber und ich kann euch aber noch sagen, wie es da rausgegangen ist. So, komm schon. Also, Pillemani macht es stark hier. Er fährt hier ein fantastisches Rennen im Augenblick. Hat jetzt keine Chance, an ihm vorbeizukommen. Ja, beim Anbremsen ist er immer dran, aber dann kann er ihm doch immer ein Stück wegziehen und jetzt ist er dran. Jetzt könnte es Überholmanöver kommen oder schafft das, die Kurve geht nach links weg. Er macht die Tür zu. Er macht die Tür zu. Kampflinie gefahren. Oh, nein, das war nicht gut. Da den Tür zu weit aufgelassen, jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Wir schauen es in der Wiederholung nochmal an, liebe Zuschauer. Da hat er den Fehler gehabt. Hier, er war eigentlich in einer besseren Position. Hat er aber den Verbremser gehabt, habt das gesehen, zu spät auf der Bremse, aber, ah, oh Mann, schade, schade. Aber vielleicht sehen wir jetzt nochmal den Konter. Jetzt geht das Spiel nämlich andersrum, ne? Jetzt hat Pillemani hier die Chance und sie gehen auf die lange Gerade, fast nebeneinander. Links ist Pillemani, kommt aber nicht vorbei. Jetzt kommt aber der Konter, versucht, nein. Wir haben noch ein paar Minütchen. Jungs, Mädels, wir haben noch ein paar Minuten. Da ist das Entscheidende jetzt hier. Was für ein Zweikampf hier nach 2 Stunden. Lass es euch auf die Zunge ziehen. 2 Stunden. Und die beiden bekriegen sich hier wie Star Wars. Na? Anakin Skywalker und hier Darth Vader. Also komm, Jungs, gibt alles. Hartmann, es ist noch nichts vorbei. Es ist noch nichts vorbei. Also, wenn das hier nicht feinste Werbung ist hier für die GTS, dann weiß ich auch nicht. Ah, es scheint hier, dass im Augenblick jetzt den Gashahn noch ein Stück weit aufgedreht hat. Es sind 700stel. Es sind 100stel. Ja, also, wie gesagt, es scheint im Augenblick jetzt sich doch durchzusetzen, ne? Dass Itz im Augenblick wirklich der schnellste Mann im Feld ist. Aber wie gesagt, was will ich sagen? Was wollen wir denn mehr? Halt einen Zweikampf hier kurz vor Ende. So ein geiles Teil. So ein geiles Rennen. Also, wenn das keine Werbung war, ne, für geilen Motorsport, heutigen Nachmittag, dann weiß ich auch nicht, ne, so geil. 600 und nochmal lila Zeit, komm schon. Pillemani, du schaffst es. Vielleicht kriegen wir nochmal. Vielleicht kriegt man noch mal ein Stückchen. Komm schon, bitte, bitte. Gib alles. Lass es nicht im Stich. Mega Duell, richtig. Sehe ich auch so. Und wie gesagt, und das Geilste ist, sie fahren fair. Dass du hier mal kurz ein bisschen auf der Start- und Zielgeraden hier ein bisschen Berührung hast. War alles okay. Da war ein kleiner Fehler vom Kollegen Pillemani. Weil er ein bisschen weit zu weit rausgekommen, aber er hat sich nicht unfair vorbeigedrückt. Es gibt noch ein bisschen. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Beziehungsweise, ne?
Daywalker ist schon online, liebe Zuschauer. Das ist schon mal nicht schlecht, dass Daywalker jetzt gerade hier online ist. Der Countdown läuft. Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt ist er dran, jetzt ist er dran. Komm schon. Pellemani, komm, zieh, zieh. Jetzt schnell raus. Guck hier nach links. Oh, Mann. Komm schon. Ah, nein, jetzt hat er Querschläge gehabt und das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, aber... Es ist... Oh nein, Pellemani, mach nichts, mach nichts. Da kriegst du zu viel, auch als Streamer. Nicht nur als Fahrer, Kollege, als Teamleiter oder sonst was. Da kriegst du... Oh nein, Pellemani, mach keinen Fehler. Jetzt beruhig dich. Lass es gut sein. Lass es gut sein. Zweiter Platz ist wirklich gut. Ist saugeil. Ihr habt echt alles gegeben. Großen Respekt und Chapeau an Team Deadpools, die hier ein fantastisches Auto dem Kollegen Pellemani bereitgestellt haben. Und auch an die Kollegen vom IT, die hier Skyforce, das Team Skyforce HC hier ein fantastisches Fahrzeug bereitgestellt haben, um hier uns so eine klasse Show zu bieten. So, Freunde. Jetzt geht's. Ich raid euch rüber und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Kollegen Daywalker. Bis gleich. Danke fürs Zuschauen noch. Ne? Bis später. 20 bis 22 Uhr sind wir da. Raid? Ist man raid? Und ciao. Wir bleiben natürlich noch drauf, Autopiloten. Das Rennen ist vorbei. Vielen, vielen Dank. Grande an alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns später. Bis dann.